klebt zwei Blätter aneinander und zeichnet einen großen Kreis darauf. Steckt euer Schnittmuster rundherum auf Stoff. Wählt diesen Stich aus. Näht solche geraden Linien wie auf dem Video beschrieben. Legt die beiden Teile aufeinander und steckt es rundherum mit Stecknadeln ab. Achte darauf, dass ihr ungefähr eine handbreite Stelle freilasst, damit ihr es nachher gut einfüllen könnt. Näht die Teile am Rand zusammen. Stülpt es um und näht da, wo die Linien sich kreuzen, einen kleinen Kreis. Füllt jetzt die Watte ein. Während ihr die Watte einfüllt, könnt ihr euch ruhig Zeit lassen. Jetzt zeige ich euch, wie der Hexenleiterstich geht.